Start ist frei, siebtes Rennen, das German Titan Rennen mit sieben Teilnehmern. Die 1 Hellcat, Jeffrey Meras, die 12 Patriot Hall und Marciano Hauber, die 3 Waldgeist Robin Watts, die 4 Ian Bullock und Jan Theis de Jong, die 5 Westerburger und Thomas Rieber. Die 6 Nixel Perron und Rainier Fildas und die 7 Nordic JC Jochen Holtschuh. Meter bis zur Startmarke und das war der Start zum German Titan Rennen. Fehler zu Beginn von Flatrate Hall kommt hier aus dem Tritt und die übrigen 6 glatt abgekommen, aber jetzt schon hier in 2 Abteilungen zur Tribünengeraden. 14-1 die erste Zwischenzeit. Hellcat vorn. Jetzt von Nixel Perron im hinteren Teil des Feldes. Hellcat vorn vor Westerburger Ron. Außen geht jetzt Waldgeist vorbei an den jetzt nicht mehr führenden Hellcats und übernimmt seinerseits die Führung. Innen, ganz hart innen kommt I Am The One und noch sehr, sehr günstig voran. Das war schon so günstig, dass es schon fast ein Sonderangebot ist. Hat jetzt die Lage hinter Waldgeist gefunden über die halb verwaiste Innenspur, die ist. Soll gebracht werden in äußerer Spur, in dritter Spur auf der Zielgeraden. I Am The One Unox innen bleibt dabei. Dann Nordic JC, der ICR ebenfalls versucht auf freie Bahn zu gelangen. Waldgeist vorn in der Mitte der Zielgeraden. Westerburger Horn ist die erste Angreiferin. Dann versucht es ganz an der Außenseite auch Nordic JC innen. I Am The One Unox, aber Waldgeist überlegen voraus. Waldgeist gewinnt. Dahinter Kampf ums zweite Geld. Innen I Am The One Unox schafft es gegen Westerburger Horn. Dann Nordic JC. Und Hellcat, 12-1 die letzten 500 Meter. Thank you.